auch noch grün. Ha. Wir haben auch grün, ja. Ey, weiß noch, Frank, ich in 2019 mit der roten, immer mit dem Leerlauf, ey. Oh. Das Problem habe ich mit der hier ja zum Glück nicht. Ich hätte auch damals nicht gedacht, dass ich mal selber mit einer eigenen Monster 1200 in die Alpen fahre. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Huckel im Boden. Ja. Die Straße, also der Asphalt, ja, ist gut, aber ich mache deswegen auch neu. Die sieht so schlecht nicht aus, aber die ist schon huppelig wie Sau. Hier geht's als. Aber es macht Spaß, weil mein Fahrwerk ist relativ straff. Also ich muss sagen, mein Fahrwerk packt das hier auch gut. Also ja, ja. Auch die Reifen, die. Siehst ja, dass der Reifen ein bisschen hart ist. Ich kann das nicht. Kann das nicht wiedergeben. Also ich, für mich passt das gerade. Ich weiß aber auch nicht, wie es sein könnte. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber solange es funktioniert, ist ja gut. Ja, solange man sich wohlfühlt. So, ne? Ich muss auch sagen, der M9. Gutes Gefühl. Ja. Da außer, passt. Dass der Reifen mich wie eine Pussy aussehen lässt, verdammt. Ja, gegenüber meinem wahrscheinlich schon. Siehst du, wenn du den Unterschied schon so krass siehst, ja, dass der eine rund und der andere so flach ist, da kommst du schlecht auf Kante. Kommt nach rechts, da ist direkt am Ausgang Huckel drin. Ja. Ja, also. Oh. Ja, da bist du durch, da fahre ich gar nicht durch, Stefan. Ich will doch schnell fahren. Ich habe den Huckel so genommen, dass er meine Schräglage verringert hat. Ja, du willst ja schnell hinterm Auto herfahren, ne? Ja. Quatsch. Ja, geht ja gar nicht, du. Geht ja gar nicht. Denn hier? Warum sind hier so viele? Ja, was ist hier, ja? Ist die Frage. Wobei der Straße hier auch einen Passnamen verdient hat, würde ich fast sagen. Boah, da hier rechts habt ihr richtig die Berge hinter den Bäumen. War richtig steil. Aber hier muss ja irgendwas sein. Ja. Ja, oder die wandern hier nur alle. Ja, wandern. Ja, wandern ja halt, viel Italiener, ja. Ja, ist hier halt angesagt. Nicht nur Italiener, hier fahren Deutsche zum Wandern hin, aber ja, hier ist irgendwas. Hier ist was, hier ist ein See, pass auf. Lauf, Tipp, See? See? Es ist kein See. Es sah jetzt aus, als wenn da ein See hin müsste. Ist aber keiner. Komisch. Ich habe Aufkleber dabei. Passo. Ey, ich kann nicht mehr lesen. Tre Coi. Was ist das für ein Riesenteil? Gott, was ein Mund. Ich denke noch, das muss ein Pass sein. Das ist ja ein Klotz, ne? Wir haben jemanden im Mesh wieder. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ja, Mann. Den Pass hatte ich nicht auf dem Schirm, aber es kann sein, dass ich mir nur die großen aufgeschrieben habe, die für Google halt groß scheinen. Ja, alles, ja. Mal gespannt, an welchem Tag wir den ersten Wasserfall finden. Da ja, weiß ich. Gestern sind wir mit dem Auto dran vorbei. Ja, sauber. Nee, nee. Hier so ein Wasserfallfoto ist Pflicht. Aber mit Bella. Nee, mit den großen Bergen ist halt schwierig. Knall gerade wieder ganz schön. Schwierig zu fotografieren. Ha? Ich knall gerade wieder ganz schön. Ja. Hier die Ducati-Fahrer. Du kannst es nicht mitnehmen, ey. Nur Ärger hier, nur Krach. So, hier haben wir wieder so eine schöne Seilbahn. Mal eine offene. Ha? Ach nee, die kann man auch so vorne zuklappen. Und ist keiner hinter mir. Bisschen Aussicht auf Stein. Ja, Station da unten. Achtung, Schlaglöcher schöner als richtig schöner. Alle umschifft. Kein Problem. Hier ist ja was los. Ja. Ja, ist gewaltig was los. Aber auch da oben durch, das sieht jetzt cool aus. Da oben ist Moped stehen und ein Foto von hier unten. Humber. Auch schön. Son Forza. Hier, guck mal nach hinten, wenn ihr könnt. Also, das ist geil. Das ist echt geil. Ich guck wieder nach vorne. Ist ja gut. Alentare. Achtung. Verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Wir bräuchten mal so ein Italienisch für Anfänger, bräuchten wir mal.
damit wir wissen, was die Italiener meinen mit dem Berg, was sie schreiben. Hier sind die Berge so ein bisschen mehr so Sandstein, so ein bisschen teilweise. Das sieht halt schon krass. Alter, der liegt ja auch. Achtung, hier. Das sieht halt wirklich mal anders aus. Ups, da war ich gerade. Ja, sauber. Habe ich gehört. Das ist aber nicht gut. Hier, die sind bestimmt am Teeren, sonst hätte ich den Teer eben nicht gerochen. Oder hier, die haben hier so einen Teeranstrich. Oh, Vorsicht nochmal. Okay. Ja, die machen hier ihre manuelle Ampel. Ah, okay. Manpower. Manpower-Ampel. Manpower-Ampel, ja. Doch, steht mit dem Mikro da und da unten. Wie war steht, das? Wie war das, Frank? Mach das Loch zu! Da sagt er, ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und dann hat er das so rausgehauen. Und Baustelle. Und Baustelle. Aber ist ja gut, ich meine, die Straße hat es ja nötig. Ja, die muss mal repariert werden. Also da muss man auch Verständnis dann haben. Wenn man auch ein bisschen Spaß verzichten muss. Ja. Aber die Straße hat es echt nötig. Ja, das ist rechtzeitig. Ja, ja, wenn, wenn du da reinhaust, jo, dann hebst du ab. Ja, ist wenig Wasser, also wundert mich ein bisschen. Weiß ich nicht. Oder ist das nur, wenn da noch Schmelzwasser war? Nee, das ist der Schmelzwasserflüsse. Da ist überhaupt, dass da jetzt Wasser drin ist im Hochsommer, ist Niederschlag geschuldet. Ja, weil ich war ja mit dem Frank im Juni und da hat man ja überall noch Schnee. Ne? Also der Tüppel sieht auch grün aus, aber das sind Algen, ey. Da will ich jetzt keinen Urlaub machen. Ach, herrlich. Ja. Ja, es ist sehr angenehm zu fahren jetzt hier, ne? Temperaturen, alles. Also wenn das Thema mit dem Corona durch ist, glaube ich, da würde ich lieber wieder im Juni hier hin. So. Weil das merkst du schon, ja, weil da bei vielen noch keine Urlaubssaison ist. Gerade so, dass die Pässe offen sind. Ja, aber da kannst du auch in manchen Pech haben, dass die noch zu sind. Ne? Ja, nee, das muss schon so, dass das... So, dass sie gerade aufhaben. Also mich stört es, ist doch nicht übervoll hier. Also, nein, aber das ist schon ein Unterschied, das merkst du. Guck mal, kannst du ja gar nicht, weil du warst ja noch nie hier. Ja, aber so viel weiter weg waren wir jetzt auch nicht. Und wenn keine Urlaubssaison ist, ist keine Urlaubssaison. Ja, das hat ja nichts mit, wir waren 80 Kilometer weiter woanders zu tun. Nee. Oh, wie cool, ey. Wie heißt denn der da oben? 2 Kilometer. Ja, ist nicht mehr weit. Na, da unten. Ah, dann ist das da unten schon Cortina und da gibt's Ekefiel. Oh, der will uns vorbeilassen. Ah, das ist aber nett, Junge. Kann man sich das angucken? Alvera. Also kein... Sind wir nochmal? Cortina d'Ampezzo. Ja gut. Ah, doch, jetzt hier. Oh. Ja. 1224 Meter über normalen Null. Über normal? Was ist denn nicht normal? Ach, guck mal hier, wie schön. Wenn man da so hoch guckt, das sieht schon gut aus. Oh. Käsekuchen. Käsekuchen. So, angekommen Italien, in Cortina. Ja, ist jetzt die Frage, wo wir hier hin können. Ist nicht da rein, ne? Hier fährt gerade ein Auto weg. Dann lasst uns da was reinschmeißen und aus die Maus. Ja, hier ist auch nicht richtig was zum Essen. Ich dachte hier, okay, hier kommt jetzt was, aber... Ich hätte mich jetzt hier hingestellt. So, meine Freunde. Hallo und herzlich willkommen in Cortina. Ja. Ich muss mich gerade mal sortieren. Hua, da geht schon der Bürgersteig hoch. Hier ist ja kurz Zeit parken überall. Ist natürlich jetzt mitten in der City, haben hier einen geilen Ausblick. Und versuchen jetzt hier in Cortina mal einen Parkplatz zu finden, wo man stehen bleiben kann. Weil, ja, wollen wir mal Snack. Ja, Snack, Kuchen, Kaffee. Gucken wir mal. Oder ein Eis. Irgendwas, was den Bauch ein bisschen füllt. Bis dann heute Abend irgendwann Abendessen gibt. Ja, ich versuche da auch noch bei. Mal schön bedankt. Nicht so aufrege, aber man will ja in der Gruppe schon gerne beieinander bleiben, ne? So, der Einäugige fährt vor
Und cool wäre jetzt, wenn wir irgendwo was finden, wo man die Mopeds nicht so weit weg hat, dass man den ganzen Krempel einfach am Bike lassen könnte. Das wäre cool. Ne? Aber so können wir wenigstens uns jetzt mal Cortina angucken. Habe ich ein paar Fotos gemacht, die blende ich euch hier nochmal ein. Schöner Dorfplatz, alles schön gechillt, bestes Wetter, ungeduldige Italiener. Und naja gut, ich bin als Touri, ich will hier gucken, ne? Will hier gucken. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was die vorhaben da. Das weiß ich nicht. Und überall die Dolomitis. Ne? Es ist einfach beeindruckend. Das muss man wirklich sagen. Ist auch sehr schön hier, auch da oben. Oh, das ist für euch jetzt, für die GoPro. Naja, je nachdem kann ich ja noch mal ein paar Fotos machen, je nachdem, wo wir jetzt hinkommen. Hier ist auch hier, Welcome Bikers. Ja, da hätte ich mich doch jetzt hingestellt, ey. Da kann doch eh kein Auto rein. Da hätte ich mich jetzt hingestellt. Wäre vielleicht ein bisschen eng geworden mit vier Mopeds. So ein bisschen Platz brauchen wir ja da doch auch, ne? Gucken wir mal. Mir schaffe das schon, ne? Ja, mir schaffe das schon. Aber es ist schön hier. Ja. Und hier rundherum, richtig eingekesselt hier, tja, an einem Montag. Oh, hier, oh, ist schön, kann ich euch das zeigen hier. Dienstags ist in Italien Markttag, auch wie bei uns am Hotel. Haben sie schon gesagt, wenn wir da auf dem Parkplatz stehen, dann werden wir definitiv abgeschleppt. Das sind die, wird nicht lange gefackelt. Der Stefan hat den Bürgersteig für seinen erkoren. Ja, das ist alles so Hotel. Und das ist Ticket. Ja, bezahlen wäre doch kein Thema. Lasst uns doch da ein bisschen Geld in die Büchse schmeißen. Und gut. Seid ihr alleine hier oder was? Wo soll ich denn jetzt hin? Ja, ich sehe, es läuft. Es läuft. Ja, guten Hunger. Arrivederci, Cortina! So, Freunde, jetzt habe ich was im Auge, verdammt. Jeder ein Kaffee, ein Wasser, wobei wir hatten zwei Flaschen Wasser. Also jeder hatte zwei Wasser, also ein Kaffee jeder, zwei Wasser und ein Stück Kuchen. Käse, Himbeer, Kuchen. Und was haben wir bezahlt? 50 Euro mit allem Mann. Stück Kuchen, Wasser, Kaffee. Liegt da dran, kenne ich allerdings auch aus meinem Urlauben, Familienurlauben in Italien. Hier bezahlt man fürs Besteck. Ja, das sind dann meist 2 bis 3 Euro. Ja, und dann sind schon mal bald 10 Euro weg. Nur für die Besteckgeschichte. Ja, ja, so ist es. Aber lecker. Muss man sagen, war sehr lecker. Alles war lecker. Es irritiert mich ein bisschen, dass mir hier alle, ja, der will hier rüber, ich will darüber, der spaßt, dass wir hier zweispurig fahren und sieht gar nicht so zweispurig aus. Ja, was gibt's jetzt? Ich hoffe, jetzt gibt's noch ein bisschen Passjagen. Ja, wahrscheinlich noch ein Foto und so, ist klar. Aber ich habe eben noch zu den Jungs gesagt, ich hätte doch heute noch ein bisschen Lust, ein bisschen anzugasen. Aktuell sind wir bei noch ungefähr 80 Kilometer zurückfahren. Ich muss mal abchecken, warum ich hier alleine bin. Und das sind aber 2 Stunden hier in den Alpen. Ja, und wenn man dann nochmal irgendwo anhält, um irgendwas zu machen, ob es ein Foto ist oder weiß der Geier, dann ja, da geht die Zeit halt auch rum. Ne? Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. So, ich klinke mich mal wieder. Ach, wie schön. Ich klinke mich mal wieder bei den Jungs ein. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. So, Jungs. Alles klar da hinten. Ja, sowieso. Sowieso. Na, bestens. So muss das sein. Das schönste Motorrad auf der Welt und ist alles. Genau. Du hast, glaube ich, Frank rausgeschmissen, oder? War der jemals drin? Weiß ich nicht. Soll ich mal draufdrücken? Ja, mach mal. Hier oben kommt ein Blitzer. Frank, bist du dabei? Ja, ah, ich guck mal an. Ich weiß auch. Er hat die Hand behoben. Da ist der Frank, aber wie, ne? Ja, da ist der Blitzer. Hey, da sind ja welche. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Gucken wir mal.
Dann wissen es ja Pässe. Selbst nicht. Ein paar Pässe, ja. Der Stefan ist heute wieder ganz, ganz besonders schlau. Wenn du so weiter machst, dann wünsche ich dir doch einen Nagel auf der Straße. Das machst du doch sowieso, tu doch nicht so. Nein, ich bin nett. Du bist nett, du hast mich heute schon 5-mal in die Pfanne gehauen, mein Freund. Pfanne hauen und nett sein schließt sich ja nicht aus. Ja, ja. Außerdem weißt du doch, was ich necken.